So, ich bin mit dem Brownie mit dem Boot unterwegs und zwar haben wir für euch einen Test gemacht, wo ihr genau mal sehen könnt, welcher Motor wie viel von der Batterie verbraucht. Ich kenne mich nicht damit aus, deshalb muss ich gerade so reden. Genaueres erklärt der Brownie euch gleich dazu. Und zwar sind wir hier extra am Fluss, kurz vor einer Schleuse, wo wir wenig Strömung haben, damit wir auch wirklich ein genaues Ergebnis erzielen können. Jetzt drehe ich mal die Kamera und dann erzählt der Brownie euch gleich kurz, wie und wo und was wir gemacht haben. So, Brownie, du bist dran. Der Mann ist natürlich auch dabei. So, wir haben hier den BLX70 im Test. Geschwindigkeit sehen wir hier um GPS. Eine 100 AH Ribbelzell. Und mit dem Messgerät können wir genau messen, bei welchen Geschwindigkeiten welche Ströme fließen. Also wie lange die Batterie halten wird. Und so viel kann ich nur verraten. Bei geringerer Geschwindigkeit ist der Stromverbrauch immens niedriger. Das Ganze haben wir auf einer Liste festgehalten. Genau. Und demnächst könnt ihr euch das bei Internetbilds genauer anschauen. Richtig. Und das haben wir verglichen mit dem Rhino VX 44 Lips, ne? Zu dem BLX, wie viel hat er? 70? 70 Lips. Genau, also der Test ist auf jeden Fall für mich, sage ich mal, wahnsinnig extrem ausgefallen, hätte ich nie gedacht. Der Brownie hat doch schon eher gedacht und deshalb haben wir auch den Test da gemacht, ne? Genau, und wie gesagt, der Rest seht ihr dann auf Imperial Fishing, wie der Brownie euch das schon gesagt hat. Ja, seid gespannt. So, jetzt haben wir uns noch zwei Motoren dazugeholt. Und zwar den Minn Kota 55 Schlips und den Rhino VX 54. Jetzt testen wir vier Motoren durch und auf das Ergebnis könnt ihr gespannt sein.